Miau, willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Wir betreten die Wetterstation. Versuchen immer noch die Trinity aufzuspüren. Beziehungsweise die großen wichtigen Leute der Trinity, denn so ein paar hatten wir eigentlich schon gefunden. Nicht in diesem gottverlassenen Tal. Mein Glaube ist stark. Mein Wille ist stark. Auch wenn mein Geist weiter wandert. In unsere Jugend. Konstantins und meine. Er war ein schwieriges Kind. Immer neugierig, immer fragend. Ängstlich, was die Zukunft bringen würde. Ängstlich, nie seinen Lebenszweck zu finden. In der Nacht, als ich ihm die Zeichen einritzte und in sein Ohr flüsterte, habe ich ihn erschaffen, ihn gerettet. Er hielt es für das Werk Gottes, wie ich gehofft hatte. Jetzt muss er mich retten. Und wenn er das nicht schafft, rette ich mich selbst. Ohoho, das war also gar nicht ein magisches Wunder von Gott, das war nur seine kleine Schwester, die ihn ein bisschen verarschen wollte. Ist ja eigentlich irgendwie traurig, oder? Wo geht's denn jetzt lang? Ah, hier ist noch ein Raum und noch eine Sprachnotiz. Diesmal war ich nah dran. Ich dachte, wenn ich dich finde, weiß ich vielleicht irgendwas, das uns hilft. Das habe ich herausgefunden. Hier läuft eine Operation. Etwas Großes. Hunderte von grimmigen Soldaten. Keine Abzeichen. Kein Nichts. Alle in dieser alten russischen Anlage. Scheint eins dieser furchtbaren Gulag-Gefängnisse gewesen zu sein. Und ich bin hier, weil ich dachte, du brauchst mich. Lara, Gott, wie blöd bin ich denn? Nicht mehr lange. Und ich bin der, der Hilfe braucht. Ich hoffe inständig, dass du lebst und dass ihr hören kannst. Ich bleibe außer Sicht, solange ich kann, aber es wird verdammt kalt hier draußen. Ich muss bald irgendeinen Unterschlupf finden. Die Hilfe wird er auch kriegen, da bin ich ganz sicher, wir schaffen das. Jetzt wird's wohl ernst. Ab in den Gefängnisblock, würde ich sagen. Geronimo! Negativ. Wir fahren mit der nächsten Phase der Operation fort. Bereitet euch auf den Abzug. Da drüben! Du bist tot! Schade, ich hatte gehofft, er hört nicht, wenn ich hier runterspringe. Aber er wird nur eines unserer vielen Opfer sein, glaube ich. Gar nicht gucken. Einfach springen. Rennen und festhalten. Auf geht's. Sorgt dafür, dass die Gefangenen zusammengetrieben werden und exekutiert. Thank you.
So. Das war rasant. Huch, kleines Ratti, ich wollte dich eben aufsammeln, aber das geht wohl nicht. Oh ja. Lara, ich glaube, ich habe deine Spuren gefunden. Ich wusste, dass du lebst. Es braucht mehr als 1000 Tonnen Eis und Schnee, um meinen kleinen Vogel auszuschalten. In den Wäldern passiert etwas Merkwürdiges. Und es ist nicht Trinity. Jemand anderes beobachtet mich aus den Bäumen. Ich hatte etwas Essen im Rucksack. Alte Energieriegel. Aber sie sind fast alle. Hab die letzte Nacht in einem toten Baum geschlafen. Und heute Morgen war da ein Geschenk für mich. Trockenfleisch und Beeren, eingewickelt in ein Hirschfell. Ich dachte erst, ich träume, aber hier ist jemand, der sich um mich kümmert. Ich hoffe, sie kümmern sich auch um dich. Tja, das waren entweder Jacobs Leute oder Ori aus dem Blind Forest. Gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Schieß! Bitte nicht! Hör nicht auf ihn! Ich habe nur getan, was ich für richtig hielt. Und Jonah tötet nicht. Ja! Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. Ihn töten sollen. Aber er war unbewaffnet, ich konnte es nicht. Das musst du auch nicht. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Ich dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Diesmal passe ich auf dich auf. Er stirbt. Wir haben nicht viel Zeit. Verriegelt die Tür. Alle Einheiten kommen. Wir müssen uns um sie kümmern. Wir sind fast in Position. Ich weiß, dass du jetzt gern Archäologie-Zeitschriften liest, aber ich bitte dich, wenn du darin etwas eher Unerfreuliches über mich siehst, es zu ignorieren. Es gibt Leute, die meine Arbeit hier einfach nicht verstehen. Vielleicht macht sie ihnen sogar Angst. Aber Angst und Dummheit kümmern mich nicht. Und so solltest du es auch halten. Ich werde dir bald alles erklären, mein Mädchen. Die Leute, die Angst hatten, war das Trinity? Du hast es mir nie erzählt. Vermutlich spielt es auch keine Rolle. Sie haben den Weg zu mir gefunden. Jetzt muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Och, Leute, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, Schrotflinten-Experte. Das machen wir jetzt. Oh. Na, wird das jetzt angenehm? Ich glaube nicht. Es war klar, dass Jonah ihn nicht tötet. Dafür ist er ein zu guter Kerl.
mir alles voll oder nichts zu machen. Okay. Zentrale, wir sind in Position und haben Sichtkontakt zum Ziel. Verdammt, das gibt bestimmt Ärger. Ziel erfasst. Sie ist hier! Ich glaube nicht, dass ich tot bin und Jonah auch nicht. Ja, wo seid ihr denn? Dann komm doch rein. Ist doch kuschelig hier. Oh. Renn trotzdem, ist nicht schlimm. Doppelt sieht man besser. Okay, gib mir Bären. Weiter geht's. Haben Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Sichtkontakt zum Ziel. Hier, hier. Verdammt! Wir kümmern uns darum! Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Roger, alle angreifen! Treibt sie raus! Was zum Teufel geht hier vor? Gar nichts. Och, Leute. Rasant. Nö, muss ich nicht. Aber den konnte ich angreifen. Muss vorsichtig vorgehen. Okay. Das war der letzte von ihnen. Ich muss zurück zu Jonah. Aber ein sehr schickes Setting für so einen Kampf. Oh Gott, nein. Jonah. Jonah. Lara. Ich bin hier. Lara. Hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Sein Ende ist nah. Nein, er darf nicht sterben. Wir können ihm helfen. Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Hm.
Das war schon mein 2013er so gemein. Die wissen genau, wen man gerne hat als Spieler. Das mit Roth war damals echt fies. Das können die uns nicht nochmal mit Jonah antun. Ich bin jetzt einfach dagegen. Nö. Da spiele ich nicht mit. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Der Herr behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behütet deine Seele vor allem Übel. Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Jacob, Sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden. Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher! Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, hier machen wir mal einen Cut. Ja, es ist viel passiert, wir können nur die Daumen drücken für Jonah. Tja, Jacob ist der Prophet, der Unsterbliche. Ja, so ein bisschen war es ja zu erahnen, nicht wahr? Ja, was haltet ihr davon? Werdet ihr gerne unsterblich? Ich glaube ich nicht. Also natürlich möchte man irgendwie auch nicht gehen. Ich habe es ja schon mal so grob angerissen. Ich bin ja der Meinung, dass die Seele unsterblich ist und nur der Körper stirbt und die Seele wiederkommt. Was einen natürlich, was nichts daran ändert, dass man an diesem Leben jetzt und den Menschen um sich herum verhaftet ist und das nicht verlassen möchte.
Aber ich glaube, also einmal wären wir alle unsterblich, hätten wir ein wahnsinniges Problem mit der Überbevölkerung. Das schon mal sozusagen. Und ich möchte das, ich glaube, man schätzt viele Sachen auch, weil man das Bewusstsein hat, dass sie vergänglich sind. Ich glaube, das ist der Reiz an vielem eigentlich. Ja, ne, ewig leben. Meins wäre es nicht. Und euers? Schreibt's mir in die Kommis. Danke, dass ihr dabei wart. Und mal wieder versuchen wir, das Tal vor der Trinity zu beschützen. Also schaltet auch morgen wieder ein. Bis dann.